Willkommen zurück hier auf Heartbeat Games und zu einem neuen Part The Incredible Adventures of Van Helsing. So, ich war schon eben hier und das ist hier so ein Tintenteleporter. Hier heißt es Tinte. Da hat die gute Katharina uns nochmal erzählt, was es ist. Ich hatte das auch schon aufgenommen gehabt. Jedoch habe ich mich voll verschluckt und musste erstmal den ganzen Schleim hier irgendwie aushusten. Dann musste ich eben diesen Part hier nochmal aufnehmen, also beziehungsweise hier diese Stelle. Und jetzt sind wir hier in diesem Dorf Markovna und ich glaube mal, das wird hier unser Stützpunkt jetzt für den kommenden Akt, für beide zwei Akten, keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal hier so ein Stützpunkt, hier so ein Lager, da können wir unsere Sachen reinpacken. Aber die hätte ich doch gerne irgendwie verkauft, bestimmt gibt es hier auch einen Händler irgendwo. Wir müssen halt mit dem Hauptmann der Wache sprechen. Das hier ist der Teleporter. Und ihr seht es, ja, diese Teleportfunktion hier läuft irgendwie mit dieser Tinte, die irgendwie absolut magisch sein soll. Ja, und man kann hier auch die Leute ansprechen. Hier, Dr. Schriek. Ja, das kommt aber heraus. Ich könnte jetzt ein bisschen das Dorf, abklappern. Ah, da ist auch der Hauptmann Idia. Den quatschen wir mal an. Welcome, Stranger, my lady. And a good day to you. We must get to Borgova. The bridge has collapsed. Then you need to talk to the village mayor, who knows the pathway through the forest. And where do I find him? He went out to investigate a wagon that got lost on the forest road with some valuables. He hasn't returned yet. It's never that easy, my dear Van Helsing. Okay, Abenteuer abgeschlossen. Findet ein Dorf. Gut, wir haben ein bisschen XP bekommen und sind auch ein Stückchen aufgestiegen, glaube ich so. Das schauen wir uns mal an. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr euch hier so mit Hack und Slays und Kloppen ist eben auskennt, wie man skillt und so. Ich hätte doch schon gerne ein paar Tipps und Tricks. So, wo wollen wir das Ganze jetzt investieren? Ich packe mal eins auf Körper. Kann ja nie schaden. Geschicklichkeit sowieso nicht. Willenskraft, die braucht man hier auch. Glück. Doch, nehmen wir auch eine. Und dann noch eine auf Geschicklichkeit. So, das wäre es dann mal auch. Und ich weiß jetzt nicht, guck mal hier, zum Beispiel habe ich alle drei Verfeinerungen sozusagen dieser von dem Hieb freigeschaltet. Ich weiß allerdings nicht, ob sie miteinander kollidieren oder in Hand und Hand gehen. Also ist es eher besser, wenn man erstmal eine irgendwie auswählt und freischaltet, oder ist es gar nicht mal so übel, dass man drei freischaltet? Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall kann man hier nochmal Verfeinerungen freischalten. Oder den hier, was ist das? Das ist eine passive Fertigkeit, okay? Pariererfahrung. Durch Übung habt ihr euch in der Schwerverteidigung verbessert. Schwertverteidigung, Verzeihung. Was euer Parierfähigkeiten einen Bonus verleiht. 10% Bonus auf das Parieren des ausgerüsteten Schwerts, okay? Ja, und um Raserei freizuschalten, müssten wir erstmal das hier freischalten und so weiter und so fort. Ich weiß es eben nicht so recht. Was soll ich machen? Theoretisch könnte ich jetzt das hier freischalten. Flammenlord. Aktive Fertigkeit Zauber. Schafft 5 Sekunden lang einen Ring aus Feuer und den Wirker der Feinde im Umkreis von 3 Metern verbrennt. Klingt mir gar nicht mal so übel. Ich meine jetzt hier spieletechnisch, ja? Ihr wisst, ich distanziere mich immer von Gewaltdarstellungen, also von daher. Hacken. Meinen Sie jetzt hacken oder das Hacken wie ein Stück Holz, das man hackt? Ich glaube eher letzteres. Aktive Fertigkeit, Nahkampfangriff. Das klingt gar nicht mal so übel eigentlich. Ja, das Ding ist, man kann ja eben nur eine Fertigkeit auswählen und das ist es ja. Also wenn ich hier das Hacken irgendwie freischalte, dann müsste ich das auch gleich mal anlegen, ja. Und ich weiß nicht so recht. Ich schalte mal das aus, weil ich glaube, das klingt doch ganz vernünftig. So. Oh, da müssten wir aber Stufe 5 sein. Sind wir das denn überhaupt? Ich glaube nicht, wenn es rot gezeichnet ist. Na gut, wir haben noch ein verfügbares
unsichtbaren Fertigkeitspunkt, den wir irgendwo einsetzen können. Jetzt könnten wir das hier Amoklauf setzen. Arkane Heilung habe ich überhaupt gar nicht irgendwie probiert. Ich behalte ihn mal auf jeden Fall. Gut, findet den Bürgermeister des Dorfes. Ja, wo ist er denn? Ach, der ist da. Na gut, ich schaue mich mal hier so ein bisschen um. Hier müsste es doch irgendwo einen Verkäufer geben. Okay, hier kommen wir nicht raus. Da gibt es auch nicht rein. Ja, eben ganz idyllisches Dörfchen hier. Okay, betrunkener Dorfbewohner. Also das hakt hier manchmal wirklich. Van Helsing ist wirklich sehr, sehr hardwarehungrig. Warum? Keine Ahnung. Quatschen wir mal den an. I had a beautiful diamond. I gave it to the goat. The goat was hungry. I was a wee bit drunk. Ja, das merkt man auch, Kleiner. Okay, gibt's hier irgendwo eine Ziege? Vielleicht hat der echt einen Diamanten oder so. Der Ladenbesitzer, seht ihr? Hier könnten wir doch unsere Sachen verkaufen. So, Verkaufspreis 88 Goldstücke, echt? Dabei ist es ein ganz normales Ding. Ich krieg mal so viel Kohle dafür? Das verkaufen wir mal. Das auch. Das auch. Alter, hier kriegt man echt viel Kohle. Ich verkaufe mal alles. Oh, das ist gar nicht mal so übel. Aber ich habe einen besseren. Vielleicht kriegt das die Katharina. So, das verkaufe ich natürlich nicht. Das würde ich anlegen. Das kann ich auch anlegen, sehe ich gerade. Ja, wir sind ja aufgestiegen. So. Und ja, das können wir jetzt verkaufen. So, Katharina, wo bist du? Nee, einen Gürtel kann sie nicht tragen. Nein. Gut, dann verkaufen wir das auch. Na, was ist los? Jetzt muss ich erstmal wegklicken hier. So. Na, seht ihr. Jetzt haben wir auch die Sachen verkauft. Ich gehe mal hier rein. Da blinkt auch nochmal was auf. Grigori der Ältere lernen. A proper hunter, at last. And suddenly someone appreciates me. Bah! They all forgot that monsters are dangerous. That's what peace does to you. Is there anyone who can tell me more about Borgova? Talk to the alchemist, if you can. But the Romany travelers put a curse on him, so he can't speak anymore. Oh, they love curses. It's nice to see that they are sticking to tradition. Katharina, please. How can I help that poor man? Go to the Romany tribe and ask them to remove the curse. Und ich glaube, beides liegt in der gleichen Richtung. Jo, dann gehen wir mal dorthin. Bringt ja nichts, dass wir jetzt die ganze Zeit im Dörfchen hier abhängen. They're watching us. Mighty creatures control us from above. Okay, also die ticken hier nicht sauber, ehrlich. So, krächzender Wald, jawohl. Okay, da ist schon wieder sowas. Vricolag-Veteran. Na gut, den ballern wir mal natürlich. Oh, die fressen hier aber ganz gewaltig. Und Flatsch. Wutanzeige. Die gelbe Substanz ist deine Wutquelle. Sie wird verwendet, um deine Angriffe zu verbessern. Verwende Wut mit der Leertaste. Ja, genau. Seht ihr, ich kann sie jetzt so aufpumpen. Wenn du Wut einsetzt, bekommt dein nächster Angriff Effekte wie Verlangsamen, Betäuben, zusätzliche Schaden und so weiter. Nutze dies so oft es geht. Das ist zwar klar, aber kollidieren die alle hier irgendwie? Ja, leider, dann kann man die eben irgendwie nur einmal. Sprengschuss. Dann packe ich mal hier drei rauf, mal sehen, was passiert.
Ja, verdammt, es ging voll daneben. Alter, das haut aber ganz schön rein hier. Ja, ein bisschen ruckelig ist das Ganze, ehrlich. Oh oh. So, die nehmen wir natürlich mal mit. Was ist das hier? Lederhandschuhe, okay. Jo, verdammt. Da haben sie den alten aufgeknöpft. Ich glaube, falls ich mich nicht irre, ich bin ja hier, Alter, ich kann hier nicht vorbei, oder was? You really should consider brightening up your home with one of these. Looks like a villager. Poor devil was robbed and hanged. It happened recently. His aura is still glowing faintly. Aren't you going to bury him? We don't have time. Once the forest is safe, I'll tell the villagers he's here. Genau. Hier war doch eine Schatzkiste. Bis hierhin habe ich ungefähr gespielt. Urzeitessenz, was ist denn das für ein Ding? Nein, das brauchen wir nicht. Oh, das ist gar nicht so übel, aber ich habe so einen besseren. So, was ist die Urzeitessenz? Kann in einem Labor in jeden Gegenstand mit Essenzkapazität eingeführt werden? Ja, man hat eben hier auch solche Essenzen, die man in die Sachen noch irgendwie reinpacken kann. Das weiß ich aber nicht, wie das funktioniert. Mal sehen. Vielleicht werden wir ja mal schlauer. Dann gehen wir doch mal hier ran. Oh, die hauen aber rein. Puh, Kleine, geht's dir gut? Also, die stirbt, die Kleine, wenn sie keine... So, die Kleine stirbt, falls sie, Na, Leute, kann ich mal hier irgendwie ein bisschen quatschen? So, wenn sie keine, Heilung parat hat. Also sie muss das in ihrem Inventar haben. Sonst geht sie drauf. Flatsch. So. Oh, da ist eine Schatzkiste. Die nehme ich so. Und es spielt sich wirklich ruckelig, ja. Vielleicht sollte ich mal hier die Einstellung ein bisschen ja, runterstellen. Okay, Seltenamulett, Basis, Zauberkraft. Die packe ich doch mal an. Wohin? Ach du Scheiße, nein, oder? Ich dachte schon, es kommt hier rein. So, was ist das hier? Magisch Umhang. Mhm. Nee, die ist besser. Obwohl die so scheiße aussieht. Okay. Ja, das ist immer so ein Ding. Soll ich die Ausrüstung gleich irgendwie anstecken und euch damit langweilen oder... Soll ich das erst im Nachhinein machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht so recht. Okay, was ist das hier? Fahrender Händler. Ich schau mal bei dem. Last, someone with proper weapons. Get me out of this unholy forest alive, and I will be grateful. I'm afraid I can't do that. My path leads me straight to the heart of darkness. Hmm, right. To the darkness, then. Could you at least escort me to the Romani camp? Hmm. Okay, jetzt haben wir hier so eine Auswahlmöglichkeit. Er will in das Roma-Lager, und ich glaube, da müssen wir auch hin, oder? Weil
die Roma irgendjemanden verzaubert hatten, verflucht besser gesagt, sodass er nicht mehr reden konnte. Das kann ich tun, ja. Es ist zu gefährlich, vielleicht später. Das kann ich tun, ja. I can do that. Yes. Na gut, okay. Der hat jetzt eine Lebensanzeige und ist ein Angsthase, das erkennt man schon. Na gut, dann komm mal mit, Kleena. Ich bring dich schon zu den Roman. Heiltrank. Soll ich den Katrina mal geben? Sie hat echt gar nichts. Und wenn sie stirbt, dann stirbt sie, verdammt. Rechtsklick zum Trinken. Umschalten Rechtsübergabe an Katrina. Also. Verdammt, jetzt hat sie alle, oder was? Ja, das ist aber dämlich. Zaubertrankstapel aufteilen. Jawohl. So. Na, seht ihr, es geht doch. Aber warum so kompliziert, verdammt? Na gut. So. Kommen die dann auf einmal her, verdammt? Puzzle. Let me see. The wagon was attacked by the soldiers. And werewolves. No, the distribution of the paw prints is all wrong. They just rushed in and out. Did you just say distribution? And this track here? Is deeper. The beast was carrying someone. I'm impressed. As you should be. Right. Let's go find us a werewolf lair. Och nö, nee, oder? Ich mag nicht sonderlich Werwölfe. Dann plündern wir mal uns hier so durch. Breitkrempiger Lederhut. Was macht so ein Monster mit einem Lederhut, Alter? Das müsste man mir auch mal erklären, aber na gut. Das ist ein Heiltrank. Das schnappe ich mir mal. Und ich glaube, hier werde ich auch mal den Cut machen. Ihr seht es schon. Ja, ja, hier ist so einiges los. Und ich muss hervorheben, dass mir die Musik wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ja, hat sowas Ansprechendes, auf jeden Fall. Ich spreche das Spiel vollends an. Na gut, Leute, ich habe schon echt zu lange gemacht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann wisst ihr, was ihr machen müsst. Schaltet aber auf jeden Fall im nächsten Part wieder mit rein. Macht es gut und bis dann. Ciao.